Wenn wir am Anfang beginnen, ja, das Leben ist entstanden und dann kamen die ersten Einzeller. Und irgendwann hat eine Zelle gesagt, okay, ich wandere in dich ein, spezialisiere mich und werde zum Zellkern. Und du sorgst dafür, über das Zytoplasma, dass ich ernährt werde. Ich übernehme die Reproduktionsaufgaben. Dann kamen andere Zellen, so vermutet man dazu, und haben gesagt, wir kommen auch, wollen auch mit hinein. Und wir stellen die Energie sicher, das waren dann die Mitochondrien. Und so wurde vom Einzeller der Vielzeller bis hin zum Mensch. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Was für einen hohen Organisations- und Differenzierungsgrad unser Körper, unser Leben, wer wir hier sind, erreicht hat, ja, vom Einzeller. Mit anderen Worten, das dominante Prinzip in der Natur, ja, ist die Kooperation, nicht die Kompetition. Und da gibt es einen russischen Forscher, er heißt Georgi Frantsevich Gause. Nichts zu tun mit dem Gauss, mit der Gausschen Verteilung. Und der hat bekannt geworden unter dem Namen Krieg der Zellen, Experimente mit Zellpopulationen gemacht, die um die gleichen Nahrungsmittel kämpfen. Und dann gibt es drei verschiedene Arten, wie das vonstatten gehen kann. Das eine ist Dominanz. Und immer, wenn eine Art dominant ist, löscht sie die andere aus. Logisch, oder? Wenn die eine Art Futter wegfrisst, hat die andere nichts mehr, stirbt aus. Und das gibt es auch heute noch, oder? Der Löwe in der Savanne oder der Mensch, ja, oder der Tiger im Dschungel, oder? Das sind die dominanten Individuen, laufen aber immer Gefahr, oder? Dass das System sie plötzlich nicht mehr unterhält. Und dann die zweite Version ist, es kommt zu einem Zustand der Koexistenz oder der Bistabilität. Da kommen sie aneinander vorbei irgendwie, aber es findet kein Wachstum statt, keine Entwicklung, kein Florieren, keine Entfaltung. Und das dritte ist Überleben und Wachsen durch Differenzieren. Oder? Also man sucht sich eine Nische, die Natur macht das vor, vom Einzeller bis zum Mensch. Also die einen fressen am Tag, die anderen am Nachts, die einen essen nur die Proteine, die anderen die Kohlenhydrate. Und dann können beide wachsen. Ich möchte Ihnen dieses Beispiel eben zeigen, um klarzumachen, dass die Zukunft im Gesundheitswesen ist und überhaupt ist die Kooperation, obwohl man uns immer glauben machen möchte, dass die Kompetition zum Wohle der Menschheit sei. Ja, dem ist nicht so. Selbst Darwin, wenn er spricht, Survival of the Fittest, oder? Er hat nicht die Löwen in der Savanne studiert, sondern die Buchfinken. Und fittest heißt anpassungsfähig in seinem Sinn und nicht stark.